Also kämpfen. Nein, ich will kämpfen. Nein, ich will kämpfen. Nein. Ich will nicht. Komm raus. Oh, da oben ist jemand. Dahin. Guck hin, nicht. Komm hinter dir. Schönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Survival Games. Oh yeah! Wir spielen wieder Minecraft Survival Games auf dem High, wenn sie bekommt. Und heute gibt es einiges zum Thema Varo und einiges zum Thema Livestream. Wer also gerade um 18 Uhr eingeschaltet hat, der kann gerne die Folge zu Ende gucken. Für alle, die jetzt um 6:30 gucken oder um 7 gucken, bitte, bitte einmal auf Pause drücken und auf twitch.net/anyatlp gehen. In der Videobeschreibung ist der Link. Wir streamen nämlich gerade live und spielen mit euch zusammen Minecraft. Hammer geil, oder? Auf dem Gourmet-Server und auch ein bisschen Freebuild-mäßig mit euch zusammen. Darauf könnt ihr euch ganz gerne freuen. Ich werde gleich ein bisschen was zum Thema Varo erzählen. Wir haben gerade Mittag, also relativ viel Action-Maction los, wahrscheinlich. Aber das stört mich nicht. Ich spiele natürlich trotzdem ganz normal, so wie immer eigentlich. Versuche ich zumindest. Was haben wir für Votes gerade hier so? SG6? Habe ich gerade wenig Bock drauf. Ich vote für Drybone, Cuckbone Valley. Ja, wir haben mittags, deswegen werden mich viele erkennen. Ich spiele ja sonst immer nur... wir sind gleich auf der Rangliste, geil. Ich spiele ja sonst immer nur abends. Deswegen sind wenig Leute da, aber mittlerweile ist es wirklich für mich fast unspielbar geworden mittags. Weiß ich gerade nicht. Wie viele Wins? Ich glaube 930 habe ich mittlerweile, ne? Also wir machen heute ein bisschen was anderes. Also mal wieder so ein bisschen mit Leuten zusammen zocken. Ja. Und mal gucken, wie es wird. Ich hoffe, ich habe heute wenig Themen ausgesucht, deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich mache heute ein bisschen so mit den Leuten wieder. Passt super gut zu mir, ne? Ja. Ein bisschen gucken, dass man die Community ein bisschen mit einbindet in dieser Folge. Das heißt, mit den Leuten, die drin sind, ein bisschen zocken. Vielleicht ein bisschen spontan ziehen. Was? Das neue Kit passt besser als das alte. Ja, natürlich. Ist ja auch farblich angepasst. Du kleiner Wicht, du! Wir spielen Drybone Valley und ich hoffe mal, ich werde nicht gebacksteppt von den ganzen Leuten hier jetzt hier drin. Ich nehme auch relativ... also hier die Folge von Donnerstag ist noch nicht draußen. Es ist ein bisschen doof, ich konnte also noch nicht nachgucken, was so geschrieben worden ist. Deswegen mache ich heute halt die Runde mit Leuten und so. Für euch ein bisschen entspanntes Gameplay. Ich werde ein bisschen meine Fresse halten und ein bisschen das Gameplay so genießen. Hoffentlich gewinnen wir auch hier ordentlich und werden nicht versagen wie... Weiß ich nicht, wie irgendwas. Wie ich bei Varo vielleicht. ja, ich gehe gleich ein bisschen auf Varo ein. Ich suche mir gleich noch eine Lobby raus in der letzten Runde. Und werde ein bisschen darüber meine Ansichten sagen, wie meine Ansicht ist, gewesen ist. Wer es nicht gesehen hat, guckt einfach mal nach. Gestern kam was raus. AIDS! Aber erstmal spielen wir hier ein paar Runden ganz, ganz leisure. Aber ich glaube, es wird nicht ganz so einfach werden. Wir haben nur eine Route hier, gerade auf Drybone Valley. Haben wir nur eine Route, die wir spielen können? Ja, aber wir haben alles bekommen zumindest. Auch unter anderem ein Feuerzeug. Der läuft sehr schnell, der Typ, der Epic Runs Typ, der Epic Guy. Ist da eine Truhe? Ne, keine Truhe für mich. Schade drum. Gleich mal gucken, ob hinter uns jemand ist. Hier ein bisschen im Zickzack laufen. Okay, hat nicht ganz so gut funktioniert. Wir sind Einziger, geil. Hätte ich nicht gedacht, dass keiner hinläuft. Okay, gut. Ja, was gibt's großartig zu sagen heute? Ich würde ganz gerne auf die Kommentare eigentlich eingehen, aber konnte ich nicht. Ich habe auch mittlerweile bei der letzten Folge, also von der Dienstagsfolge, auch noch ein paar weitere Challenges bekommen. Also nächste Woche Dienstag werdet ihr quasi die neue Challenge-Liste bekommen mit 10 Sachen, die wir machen müssen. Das mal auf F packen, das mal auf 3 packen. Aber wir haben immer noch kein Schwert. Da haben wir ein Schwert, wunderbar. Ein Schwert ist wichtig. Dann noch ein Harnisch, 2 Erfahrungsflaschen. Das kann eine sehr gute... 3 Erfahrungsflaschen. Das kann eine sehr gute Runde werden. Ansonsten sind wir relativ gut ausgerüstet. Wir können mal hier einmal
Schleck, 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 Major! Machen. So. Und wir müssen trotzdem noch die Schweine krallen, weil ich glaube, dann sind wir relativ gut equipped, wenn wir jetzt noch die Schweine haben. Also ich mache ein bisschen chilligen erstmal und besorg's mir erstmal richtig. Also, ne, Stuff und so. Oh, guck mal, der Song aus meinem Outro. Geil, oder? Ja, das ist der Song, den ich benutze aus meinem Outro. Falls den jemand haben will oder anhören will, der kann ganz gern... Alter, ich komme ja nicht rein. Der kann auch gerne mal nachgucken. In der Videobeschreibung ist alles verlinkt und so. Ach, ich mag den Song so gerne. Das ist ein richtig geiler Song, ey. Der ist richtig cool, der Song. So, jetzt gehen wir erstmal uns hier zu. Oh, oh nein, oh nein. Oh nein, da habe ich mich erschrocken. Oh, 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 bin ich ein Noob, habe ich mich erschrocken. Oh nein, oh fuck. Oder irgendwie so geht das Outro, ne? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es geht. Ach ja, ich mag das, ich stehe momentan voll auf Musik. Oh. Wenn auch, ich habe eine traurige Nachricht zu verfassen für euch, liebe Leute da draußen. Ich erzähle ja mal ab und an so ein bisschen gerne was über mein Privatleben und so. Ich bin überall. So. Ich habe eine traurige Nachricht für euch, liebe Leute. Wirklich ernstes Thema jetzt, mal ausnahmsweise. Ja, Alter. Ich bin echt überall. Ich hab ja eine Band, ne? Ihr wisst, ich habe ja eine Band und so. Da habe ich auch Musik, mache ich auch Musik zusammen, habe ich ja auch in meiner Abo-Box verlinkt. Pieces of Any heißt die gute Band. Da bin ich mittlerweile seit 6 Jahren drin. Allerdings ist für mich gerade der Zeitpunkt gekommen, wo ich zu meinen Leuten hingegangen bin und habe gesagt, Leute, ich gönne mir eine kleine Auszeit. Also ich mache momentan Pause mit meiner Band, einfach weil ich es aus Zeitgründen nicht schaffe. Ihr müsst euch das mal so vorstellen. Also YouTube ist nicht der Hauptgrund, aber YouTube ist ein Teil des Ganzen. Also zum einen habe ich super wenig Zeit gehabt, um einfach zu proben, weil ich halt eine Stunde von der Probe entfernt wohne und ich mit dem Auto fahren muss, was super, super anstrengend ist. Ist da ein Typ, ne? Aua! Scheiße, ey. Anderthalb Herzen, ja, ich sollte besser vielleicht mal ein bisschen chillen. Machen wir auch mal jetzt. Geh mal hier dran. Machen wir mal so. Wunderbar. Aua! Okay. Wir müssen erstmal kurz ein bisschen aufpassen hier. Ja, ich gönne mir halt eine Auszeit, beziehungsweise ich habe gesagt, ich bin erstmal draußen aus der Band und wenn irgendwann in einem halben Jahr nochmal Bedarf bestehen sollte, dann werde ich nochmal anfragen bei euch und vielleicht wieder weitermachen. Nein! Oh fuck, so war das, genau. Aber es macht für mich momentan wenig Sinn, weil... Das ist mir ein bisschen zu, ich mach mal kurz einen Ticken leiser. So. Ich mache seit 6 Jahren jetzt Musik, ja? Seit sechs Jahren bin ich in der Band drin und habe irgendwie nie was damit erreicht, weil es super, super schwer ist, mit Musik einfach Geld zu verdienen oder irgendwas. Wir haben es als Hobby begonnen und, es ist einfach halt immer ein Hobby geblieben und mittlerweile ist beim Hobby eben so, dass man mit dem Hobby irgendwann eben auch Schluss machen muss, weil es sich einfach nicht mehr rentiert. Also klar, natürlich rentiert es sich, weil es Spaß macht, aber ich habe einfach jetzt YouTube gefunden seit einem Jahr und es läuft halt super gut mit YouTube und ich würde das ganz gerne ein bisschen weiterverfolgen, auch wenn es vielleicht scheiße klingt irgendwie, weil man ja mehrere Hobbys haben kann. Aber zeitlich so mit Job, mit Uni, mit Bands und mit YouTube und mit einer Fahrerei von einer Stunde ist es echt nicht einfach. Es ist echt nicht einfach und deswegen ja, gönne ich mir halt einfach die Auszeit und gönne mir einfach mal ein bisschen Freiraum so und hab mal eine Sache weniger, um die ich mich kümmern muss. Ne, ich schreibe gerade mal nicht zurück, weil ich ganz gerne auch nicht so viel schreiben würde. Da ist jemand. Der ist nicht ganz so gut equipped. Holen wir uns den nochmal eben. Oh, fuck. Ja, man ist aber ordentlich fertig hier, ne? Ah, nein, er kann weglaufen. Nein, kann er nicht. Ah, kann er wohl. Fuck. Ja, ich aber auch. Ich aber auch, lieber Kollege.
Ja, ich habe ein sehr, sehr großes Problem gegen Pfeil und Bogen, Leute. Wie ihr in der letzten Folge vielleicht auch schon mitbekommen habt, bei der lieben Sarah. Ich habe große, große Probleme, wenn jemand mit Pfeil und Bogen vor mir steht. Da verliere ich ziemlich oft. Hätte gerade beinahe auch noch verloren. Es liegt mir halt nicht, gegen Pfeil und Bogen zu spielen. Da habe ich auf jeden Fall noch ganz viel Nachholbedarf und muss noch um einiges besser werden. Ich muss um einiges besser werden, was Gegner mit Pfeil und Bogen anbetrifft. Ich blocke nicht, hab zum Glück Schutz gehabt auf meinem Harnisch, was mir ja alles ein bisschen vereinfacht hat. Aber generell war es schon, naja, war schon knapp. Gerade auf engen Raum, da muss ich echt noch einiges lernen. Aber das kann man immer noch lernen. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben oder so, wie man am besten gegen Pfeil und Bogen spielt, außer blocken. Was kann man noch machen? Klar, nicht springen, sondern so im Kreis laufen, um nur eine 2-Block-Range zu haben und nicht den 3-Block-Range dem Gegner anzubieten. Ansonsten, keine Ahnung. Bin ich mir ein bisschen unsicher, was man noch machen kann. Aber gut, Bans, wie gesagt, ist momentan nicht mehr. Ich werde dennoch mal mich ein bisschen öfter versuchen. Da ist noch jemand, der ist aber auch nicht allzu gut equipped. Den sollten wir... Ach, nö! Okay, zum Glück. Es ist noch einmal rumlaufen, ey. Das ist der Kuchen. Steck mal Dilly bei erstmal, der ist schon weg, alles klar. Ja, ich werde auf jeden Fall mal wieder mal irgendwann einen Song schreiben. Für YouTube habe ich ja schon mal gemacht. Beim 100er ungeschnitten Special habe ich ja einen Song geschrieben. Einfach mal suchen nach ungeschnitten Tribute Song. Müsste man eigentlich ziemlich easy finden. Wer ihn noch nicht kennt. Puh, bin in der Falle. Das ist natürlich doof. Holen wir uns mal hier eben, da ist ein Diamant, den wollte ich ganz gerne noch haben und die Eisenschuhe. Ja, wunderbar. Ein bisschen ausrangieren geht immer klar. Von da könnte aber jemand ankommen, deswegen rangieren wir lieber mal hier aus. Ja, auch wenn es vielleicht scheiße war, das gerade wegzuwerfen hier. Ja, komm, bald mal dafür das Weizen. So, ja komm, reicht so. Passt, passt, passt. Endlich mal eine Angel haben wir. Und dann passt es doch auch wieder. Want to be able to join full server by premium. Haben wir, Lifetime. Juhu. Ach ja, liebe Leute, ich überlege gerade, genau, Band habe ich abgehakt, das Thema. Da ist ein Team am Spawn. Unsch Gaming. Und der andere Ficker. Ah, der will irgendwas craften, ne? Dia-Schwert, alles klar. Ja, ich mache ihn aber ordentlich Fächer. Jetzt kommt dein Teamkollege wieder. Haben beide ein Dia-Schwert? Ich schreibe mal ganz kurz. So. Da kommt wahrscheinlich mein Kumpel an gleich. So. Ja, meine Markus muss ich auch mal wieder irgendwie aktivieren. Lebt er nämlich noch? Der ist schon tot, ne? Ja, nee, keine Ahnung. Der ist noch nicht tot. Ja, ich muss ein bisschen weglaufen vor dem dummen Team. Dankeschön. Er kommt mir zur Hilfe. Komm! Nice. Komm schon, stirb einfach. Nice. Gut gemacht. Gut, Texttyp da. Ja, Spontan-Team ist ganz wichtig. Vor allem auch, die Makros sind ganz wichtig. Dass man innerhalb von einer Sekunde schreiben kann, was man möchte und nicht irgendwie lange zögern muss. Habt ihr gerade gesehen. Ist auch ein Trick, habe ich lange nicht mehr angewandt, den Help at Spawn Trick. Aber kann man auch benutzen, um sich einen Teamkollegen zu gönnen. Ah ja, ist ja gut, ich weiß ja Bescheid. Ich mal den Spawn schnecken. Aber der andere Typ, der Chrissy war das oder nicht, die waren beide im Team, ja. Und dann kann ich mir eben auch mal einen Teamkollegen holen. Warum nicht? Warum nicht, liebe Leute? Ja, ich meine, ich hatte den einen. Ich habe einem habe ich gut gegeben, dem Dia-Schwert Fritzen. Aber das Problem ist halt eben, das Problem ist halt eben, dass, ja, warte kurz, Any Artler Clan, oh, minus E, so. Das Problem ist einfach, dass immer einer backuppen kann. Es war sogar ein Dreier-Team, oder was?
Einen habe ich, wunderbar. Ich bin gleich tot. Okay, beide habe ich, alles klar. Wunderbar, geht doch. Oh, fuck. Da ist der Christi wieder, der Diaschwert-Fritzen-Typ. Bitte nicht pushen. Tut mir gefallen, hör auf zu lügen. Nice. Ja. Geben wir es immer richtig hart. Oh. Tex-Mex ist tot. Oh, fuck. Da bin ich auch tot. Oh, er hat gewonnen. Wir hätten fast gewonnen, bevor das Deathmatch gewesen wäre. Hammer krass. Ja, hatte natürlich ein Dia-Schwert, aber war halt eben in einem Dreier-Team, glaube ich. Er war, glaube ich, in einem Dreier-Team dann quasi. Das waren ja die zwei Leute plus noch ein anderer eben, oder nicht? War das nicht so? Keine Ahnung. Aber er hat uns dann auch gut mitgegeben, auf jeden Fall, der Chrissy. Ich war ja aber auch schon, wer ist das denn? Serena Miskin. Ich war aber auch, ist noch scramblen. Ich war aber auch schon relativ down. Also ich hatte, glaube ich, nur halbes Leben, kann das sein? Dass ich halbes Leben hatte, was streamen wir für eine Map hier gerade? Wurde 1. Halbes Leben ist natürlich nicht ganz so geil gegen einen Diaschwert-Typen. Ich wusste nicht, wie viel der andere Typ, der Fex-Typ da, wie viel er dem anderen mitgegeben hat. Ich habe ihm zwar noch einen Bogen reingedrückt, aber da war, glaube ich, nicht ganz gespannt. Deswegen, keine Ahnung. Ich glaube, es war knapp. Wir haben aber nicht gesehen, wie viele Herzen er noch hatte. Aber okay, GG, so weiter und so fort. Wir haben zum Glück noch ein Zweierteam ausgeschaltet, dann kam der Dia-Typ von hinten an. Und wir hatten da, glaube ich, zur Zeit, wo wir dem Zweierteam gegeben haben, hatten wir, glaube ich, nur noch 4 oder 5 Herzen, ne? Kann das sein? Wow. Ich glaube schon. SG7? Ja, geil. Nochmal ganz kurz rejoinen. Und nochmal scramble-mamble. Ja, Thema Varo. Wie ihr wisst, ist Varo jetzt raus, das neue Projekt von Ungespielt und Co. Und ich bin da ja auch mit drin im neuen Projekt. Die Sache ist die, ich bin da echt super, super spontan reingeflogen, weil Julis eigentlicher Partner, also eigentlich wäre ich gar nicht drin gewesen, aber Julis eigentlicher Partner ist kurzfristig abgesprungen und deswegen durfte sich Juli einen anderen Partner aussuchen. Die Porkshop Media Leute haben gesagt, ja, du darfst dir einen Freiwilligen aussuchen. Und er hat mich dann ausgewählt, weil ich ja relativ gut im PvP bin. Denn helfen wir dir. Warum denn? Nein. Aber die Sache ist eben die, wenn ihr die Folge gesehen habt, ich bin relativ schnell gestorben. Es ist einfach super, super Pech gewesen. So kann man das nicht anders sagen. Es war super, super Pech, dass ich da so schnell gestorben bin. Es hat ja mehrere getroffen, nicht nur mich, unter anderem ja auch eben Zim, also MC Expert, der ja auch ein richtig guter PvPler ist. Also von daher, es war einfach, der Anfang ist immer, auch bei Survival Games hat man am Anfang immer die Probleme, okay, du musst was finden, und wir waren der Meinung, es ist safer, erstmal wegzulaufen, und die Schweine haben dann einfach, waren zu verlockend. Wir hätten einfach weiter weglaufen müssen. Quasi bis zum Rand hätten wir laufen müssen. Das wäre safer gewesen und nicht nur, ich glaube, einer hoch gleich. Wir hätten wirklich bis zum Rande der Map laufen müssen und nicht nur bis, nicht nur 20, 30 Blöcke. Ja, ich muss ihn trotzdem töten, leider. Ja, okay, ich lasse ihn mal. Wenn ihr mir schon Stuff gibt, dann lasse ich ihn in Ruhe. Ja komm, geh du nach da oben, ich gehe woanders lang. Da ist noch eine Truhe, hammer geil. So. Ja, ich habe dich nicht angegriffen, was soll denn das bedeuten dann? Aber ich schreibe ungern im Chat, dass ich das ja oder so, weil ich ungern dann bekannt mache, dass ich mit jemandem teame. Obwohl es ja eher jetzt spontan Team ist oder eher halt, weil sie mich kennen. Das ist halt so eine Sache, die ist die ist nicht ungeil, natürlich, ist natürlich vorteilhaft, aber es nervt auch teilweise ein bisschen, wenn alle mit einem Team wollen. Gerade auf dem Gommes-Server ist das ein Problem. Generell, es ist halt unschön, wenn man halt oft erkannt wird, weil dann wollen halt viele Team, aber viele wollen auch eben absnacken kommen.
Und oft wird man eben gebacksteppt, also betrayed von hinten dann, ja, Team, alles klar, und dann auf einmal knackst, bist du tot. Das ist auch ganz oft. Es ist immer so ein kleines Leid auch. Es ist nicht immer alles cool. Aber folgendermaßen ist es, da ist der Crush-Typ da. Wer ist der? Kaiushi. Es gab mal so eine Kindersendung, die hieß irgendwie Kaiushi oder Kalussi. Was, fast wie Kalussi eigentlich, ne? Fällt mir gerade so ein, spontan. Also, ja, die Schweine waren sehr verlockend, deswegen hatte ich einfach gedacht, okay, wir gehen zu den Schweinen hin und holen uns da einfach mal die Schweine. Alter. War im Endeffekt ein Fehler, aber genauso hätte es auch ein Fehler sein können, wenn wir zum Spawn gelaufen wären. Ich denke mal, wir hätten einfach bis zum Rande der Map laufen müssen und dann hätten wir eigentlich alles richtig gemacht. Was machen die beiden denn? Wow, komm, holen wir uns beide nochmal hier. Alter, Hexor! Ich den nicht bekommen konnte, ey. Wie der mir einfach immer eine krasse Kombo geben konnte. Und ich nicht einmal hitten konnte, ey. So. Aber egal. Ja, also mittlerweile versuche ich Hacker zu erkennen und sobald ich der Meinung bin, oh fuck, aua. Ja, Bowspammer, komm, ist gut. Ich hasse Bowspammer. Habe ich den getötet? Doch eigentlich gar nichts, oder hat auch gar nichts, hat der Typ. Was hat denn der eigentlich? Was hast denn du eigentlich? Was hast denn du eigentlich außer Zahnbelag? Na, ich werde mal ab und an immer wieder ein bisschen unfreundlich, aber es soll keine Überheblichkeit sein oder sonst was. Es ist einfach nur Entertainment. Keine Ahnung. Wie sagt man eben hier weg? Habe ich jetzt getötet den Typen da? Joker? Oh, ja, stimmt. Sorry, lieber Gangnam Stuff. Habe ich echt nicht gesehen, dass du... Du warst im Team mit jemandem, ich habe echt nicht gesehen, dass du das warst. Easy! Easy! Full Life! Noob! Alter, ey. Ja, du! _ Virus PvP. Alter, ey. Wie ich die Leute hasse, ey. Die easy schreiben. Wie ich sie hasse. Wie ich einfach mal 5 Eisenbarren habe. Ach, Mann, ey. Ja, diese easy Leute, die regen mich so auf. Sie regen mich einfach auf. Also nochmal zurück zum Thema. Wir hätten einfach weglaufen sollen. Ja. Und dann wäre gut gewesen. Einfach weglaufen und hätten wir vielleicht überlebt. Aber im Nachhinein kann man immer alles schön reden, alles so reden, wie, ne? Wer hat Hex? Okay, dann Peace, was? Ich weiß nicht, was du willst. Du machst auch YouTube, cool. ja, es ist einfach... Es ist schade. Also, ich meine, zum Glück, sagen wir mal, zum Glück musste ich mich nicht vorbereiten. Zum Glück musste ich mich nicht vorbereiten darauf lang oder hatte keine lange Vorfreude, sondern hatte die Vorfreude erst ein paar Stunden vorher, weil ich am Tag selber erst nominiert worden bin. Wäre schlimmer gewesen, wenn, ne, und so. Aber, ja. Ach, jetzt macht ihr Team oder was? Okay, dann, ich mache kein 3-3er-Team. Ich mache kein 3er-Team mit euch. Okay. Ab jetzt FFA, weil... Nee, ich will nicht. Ich habe keinen Bock, 3-3er-Team zu machen.
Ja, ich bin halt enttäuscht, klar, weil es einfach eine coole Sache gewesen wäre. Oh. Aber, naja. Was will man machen? Ist einfach doof gelaufen. Ich bin traurig, klar. Die paar Tage nach der Aufnahme war ich sehr am Boden zerstört und, was heißt am Boden zerstört, aber ich war sehr down. Und hatte irgendwie keine Lust auf irgendwas, hatte auch wenig Bock aufzunehmen. Irgendwie einfach, weil mich das sehr, sehr runtergezogen hat. Was haben wir denn für ein CL gerade hier? Okay, noch ein bisschen. Ja, ich werde nicht mehr mit den Leuten teamen, weil ich habe keinen Bock auf ein Dreier-Team. Ich habe generell keinen Bock auf ein Team eigentlich. Aber der eine hatte so ein bisschen... Wer war da? Wer ist da? Ah, da ist dieser X-Typ da, ne? Die laufen beide gerade weg, oder wie? Aber ich würde den ganz gerne eigentlich bekommen, hier, den Typen. Oh, jetzt machen die wirklich FFA mit mir, oder was? Okay, aua. Kurz mal weg. Oh Gott. Okay. Ja, das kann dumm enden für mich. Aber erstmal weglaufen, ja. Oh Gott. Was essen? Da kommt er an wieder. Ups. Erstmal weglaufen. Gleich können wir ein bisschen OP-CNC planten. Ein bisschen zu früh tatsächlich. Oh, weg. Aua. Er kann natürlich immer den ersten Hit jetzt gleich geben. Ist natürlich doof. Ja komm, wir machen es mal hier im Gemütlichen. So. Müssen erstmal ein bisschen raggen jetzt gerade. Und laufen mal immer unsere Kreise. Kreisel drehen macht Spaß. Hups. Ah, da kann er mir immer einen mitgeben, ne? Muss er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Bestimmt von oben gleich, pass auf. Da, ich wusste, dass er da ist. Ja, komm, ist gut. Kann ich erstmal zu Ende raggen, lieber Kollege, damit ich vielleicht nochmal irgendwie... Ja. Ja, ich konnte nicht zu Ende raggen. Hätte ich zu Ende raggen können, wäre das vielleicht noch... Minecraft schließt sich wieder! Sorry, Leute, ganz kurz. Ich musste halt gerade... Also, ich wollte auch freiwillig gegen ein Zweierteam kämpfen, weil ich halt keinen Bock habe wieder auf Team und Gedöns und so. Ich mache halt lieber Teams. Kannst du bitte wieder anspringen, Minecraft? Dankeschön. Ich mach halt lieber Einzelsachen und hab keinen Bock auf Teams. Den einen haben wir halt gut down bekommen, dann aber wieder, wie bei der ersten Runde, mit einem halben Leben und jemand, der mit Pfeil und Bogen eben dann einen down bekommt, da hat man wenig Chancen, einfach weil ich nicht umgehen kann gegen Pfeil und Bogen. Ich bin übrigens wieder in-game, übrigens Vollbildmodus muss ich übrigens machen. Vollbildmodus. Ja, ganz kurz noch, Leute. Ich weiß nicht, warum ab und an sich Minecraft crasht. Wenn ich Hub mache, keine Ahnung, warum es so ist. So, wunderbar, ich bin wieder da. So. Das Licht ist gerade ultra. Okay. Noch super lange hier gerade, aber macht nichts. Wir voten mal. Oder ich suche mal eine andere Lobby gerade mal spontan. Ist ja eine, die vielleicht gerade... Wie sieht's hier aus? Auch noch relativ lange, ne? Was ist hier? 30 Sekunden, viele dabei. Was würden wir hier spielen? Unstudiert, okay. Hey. So. Wir waren halt wieder wie bei der ersten Runde waren wir low und das ist einfach ein Problem. Also gerade wenn man ein Zweier-Team vor sich hat, nochmal dieselbe Map, och nö. Bin dieselbe nochmal, ja, dieselbe nochmal, juju! Es ist halt scheiße dann, weil ich würde halt ganz gerne erstmal zu Ende raggen, um mir halt den nächsten zu snacken, aber ist halt nicht machbar, wenn einer halt dann nicht ablässt und weitermacht. Naja. Kannst du halt nichts dran ändern. Aber ist halt so. Oh, ich könnte Druckplatte benutzen. Wird bestimmt gut ausgehen. Aber sind doch so viele dabei und Ubit-Deck, ach, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, der hat mich auch, der Ubit, der würde mich bestimmt runterfisten wollen, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Cool.
Also so läuft's eben ab, wenn ich mittags spiele, ist es fast unmöglich zu spielen. Obwohl es ja eigentlich klar geht, aber man hat immer jemanden, mit dem man quatschen muss und das ist einfach ein Problem. Also ich find's einfach doof, weil ich lieber abends dann halt spiele, wo ich so ein bisschen meine Ruhe habe. So, weißt du, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Bitte kannst du mich nicht unterfisten. Kannst du mir Gefallen tun? Naja, ich trau dem nicht, ganz ehrlich. Ja, Kirby ist ja schon schwer, wie er schon geschlagen hat. Oh Gott. Oh Gott, er hat schon ein Schwert bekommen. Ja, aber er hat schon geschlagen nach mir, ne? Lieber Kollege. Ich hab ganz genau gesehen. Ja, und deswegen ist Projekt Varo für mich ganz früh beendet. Leider bin ich sehr traurig drum. Hätte gerne ein bisschen länger Zeit gehabt, da mitzumachen. Vor allem, weil wenn ich mal guten Stuff gehabt hätte, gerade auch so verzauberungsmäßig, wäre es, glaube ich, ganz... Oh, geil. Geiler Stuff. Schnell anziehen. Blockhitten, ganz wichtig. Zu Blockhitten. Kurz nach oben weitergehen. Erstmal jetzt gucken, dass wir raggen können, so ein bisschen. Ist das Steinschwert von ihm? Scheiße. Egal. Nehme ich halt das hier. Wunderbar. In engen Räumen immer Blockhitten. Hätte ich bei Avi vielleicht auch machen sollen. Ist mir aber zu spät eingefallen. Generell hat man gesehen, dass ich halt über... Ich hätte ihm auch sogar noch 3-4 Hits gegeben oder so. Aber halt kam zu spät, weil er mir die ersten geben konnte. Feuerzeug mal darauf legen. Guckt einer an. Nee. Erstmal alles safe soweit. So, nächsten Tattoos mal eben abklabastern. Und ja, hat man halt gesehen, dass ich keine Chance da hatte. Und deswegen, ja, wer ist da? Irgendeiner? Ich werde versuchen zu verstecken, bevor er nach oben kommt. So. Wo ist er hin? Geht er nach unten wieder, alles klar. Oder? Ja, geht wieder nach unten. Dann gehen wir zum nächsten Tier und holen uns guten Stuff. Jojo. Hierhin nämlich. War nichts drin? War ich hier schon? Eigentlich nicht, oder? So. Machen wir eben folgendes, wie immer halt, hier drauf. Einmal kurz. Oh Gott. Ist es irgendwie gefixt worden oder so? Warum springe ich so oft daneben momentan? Ich weiß es nicht. Da ist auch noch ein Tier zu, aber. Ah, oh, komm, geh mal. Oh, da kommt der Typ. Psst. Ein bisschen Sneaky-Action machen gerade. Wo ist denn der hin? Ah. Ich hab dich gesehen. Ja, eben, das war auch natürlich clever gemacht von dem Typen, dass er dann halt um die Ecke gesneakt hat, sich quasi eine ganze Hausseite lang gesneakt hat, um mich zu überraschen, weil er wusste, dass ich halt die Dingens gehen werde. Das war clever. Aua. So. War clever gemacht von ihm, aber ich wusste es halt eben, dass er wahrscheinlich da stehen wird. Oder eben, dass er nach oben geht, Richtung Hausdach. Und von oben angreifen will. Vielleicht wäre Brücke da die einfache Methode gewesen, aber nun gut. War halt beides mal wieder... Momentan, wie gesagt, ich habe in jeder Runde eigentlich, die letzten 3-4 Folgen, habe ich fast in jeder Runde ein Team. Aber bitte, Leute, lasst euch davon nicht runterkriegen. Ich habe mal auch einen Kommentar mal bekommen, der dann gesagt hat, ja, es ist scheiße, weil immer die ganzen Teams, das macht die Laune ein bisschen kaputt. Aber das müsst ihr nicht. Ihr müsst einfach Spaß haben dabei, auch mit Teams. Einfach als Ansporn sehen, gegen Teams zu kämpfen. Ich habe immer Ansporn, gegen Teams zu kämpfen. Mir macht es ultra Spaß, Teams gegen mich zu haben, weil ich einfach dann gucken kann, dass ich halt gegen beide gewinne. Hätte ich auch beinahe geschafft. Bei der ersten Runde bei Dragon war es eben der Fall, aber es war dann, glaube ich, sogar ein Dreier-Team. Oder es war eigentlich ein... Ne, es war ein Dreier-Team. Es war ein Vierer-Team dann eigentlich sogar schon, ne? Kann das sein, dass es ein Vierer-Team gewesen ist? Ich meine schon. Da ist der Obit. Ja, ich würde ganz gerne eigentlich nett zu ihm sein, aber ich glaube, ich kann nicht, weil ich will nicht. Sorry, ich würde ganz gerne, aber ich will nicht. Da hinten ist Obit. Obit, du bist doch auch ein Kaugummi, oder?
Da ist der Ubit. Wo sind wir hin? Greift er mich an? Nein, komm, lass kämpfen. Lass kämpfen. Komm, lass kämpfen. Nein! Lass kämpfen! Nein! Ich will kämpfen. Nein, ich will kämpfen. Nein! Ich will nicht! Komm raus! Oh, da oben ist jemand. Dahin! Guck hinter dich! Guck hinter dir! Alter! Du bist doch auch ein Trottel. nee, alles cool. Ah, ich will nicht mit der Team. Komm, ich will kämpfen. Greif mich an. Greif mich an. Komm, mach mal nur. Na, ich weiß nicht warum, aber ich will irgendwie nicht. Komm. Ich greife ihn ja auch nicht wirklich an eigentlich, ne? Ich kann ihn nicht treffen. Siehst du das, wie ich nicht treffen kann? Das kann sie nicht treffen. Okay, alles klar. Ja, meine Güte, ey. So. Dann gehen wir mal irgendwie Richtung Spawn wieder oder so, würde ich sagen, ne? Macht, glaube ich, am meisten Sinn. Ja, also ab Dienstag gibt's dann die Top-10-Liste, liebe Leute. Ich habe momentan halt mir für diese Folge kein Thema ausgesucht. Einfach, weil ich ganz gerne mal wieder eine Runde am Mittag spielen wollte, also eine Primetime-Runde spielen wollte. Das ist halt, dann suche ich mir eher weniger Themen aus, sondern mache eher auf Gameplay bezogen. Geil. Das kann man voll gut als Falle benutzen, ne? Einfach so unsichtbares Feuer. Übrigens, hammergeilen Trick, hammergeilen Bug bei auf dem Hive, den ich gefunden habe. Und zwar folgendermaßen, auf Forlorn gibt es ja Hühnchen. Und es gibt, beim Hafen gibt es drei Hühnchen, die nennen wir ab jetzt lustigerweise OP-Hühnchen, weil ein Hühnchen ein halbes Level gibt. Das heißt, man hat drei Hühnchen da und man hat quasi dann fast zwei Level voll. Immer, permanent. Ist ein kleiner Bug. Oder auch gewollt, keine Ahnung. Aber werde ich mal zeigen in der nächsten Runde. Ich könnte auch mal die Rosen-Challenge machen, so langsam. Ne? Wird mal Zeit dafür eigentlich. Dann gehen wir mal zu den Rosen, wo wir gerade eigentlich waren. Warum auch immer ich jetzt hier lang gegangen bin. Aber dann machen wir mal Rosen-Challenge jetzt mal hier. Ja, ich bin halt... Also beide Runden nicht gewonnen, aber beide Runden gegen Teams. Aber wir haben uns richtig, richtig gut geschlagen, würde ich sagen. Nur, wenn man nicht raggen kann, hat man eben auch keine Chance. Aber Makros sind eben auch ganz wichtig, wie ihr eben gesehen habt. Ich gehe jetzt mal hier so rein. Oh. So. Ist da der Umid wieder? Ne, Evan, der Typ ist da. Hier haben wir den angreifen, oder? Hat mal eben ein Dierschwert und ist mal eben Full Iron und lässt zu seinem Kollegen und legt Feuer. Und da kommt mein Teamkollege von hinten an. Und ist er gleich down. So, auch, ja, klar brenne ich. Aber jetzt kann ich besser springen als er. Was natürlich ein Vorteil ist auf diesen Platten. Ich sehe nichts mehr. Ich bin tot. Ach, fucking Scheiße. Ja, das war ein bisschen scheiße von mir gerade. Da war ich wirklich gerade zu unkonzentriert. Und, warum gehe ich denn, wieso gehe ich brennend hinter dem her? Und warum lasse ich ihm dann quasi die krasse Range von unten, als ich oben drauf war? Klar kann der mir da 3-4 Hits mitgeben. Das war unklug. Das war richtig schlecht von mir gerade. Das war richtig nicht gut gelöst. Das war richtig, richtig fällig gerade von mir. Aber... muss man eben mit leben und ich muss unbedingt beim Dashlight Pack das Feuer abstellen, weil ich habe den kaum gesehen. Ich muss quasi Low Feuer einstellen. Es gibt auch Texturen, die man machen kann, da hat man dann nur ganz minimal Feuer und nicht so über den ganzen Bildschirm wie gerade, weil es mich gerade sehr beeinträchtigt hat und es war nicht cool. Aber ich habe auch super schlecht agiert, anstatt einfach mal hier so zu warten, wegzubleiben. Na, Rinke? Hätte ich besser machen können. War dumm von mir. Aber die ersten beiden Runden waren okay, aber dritte Runde vergessen wir einfach mal. War doof. Nochmal kurz hier Challenge aller Namen aussprechen. Und zwar einmal habe ich heute unbekanntere Namen genommen. Und zwar lange nicht mehr kommentiert, aber hier
Michael Aladdin. Und da ist Let's Fail, ja, den ich auch schon mal erwähnt habe. Oh, so wäre vielleicht besser. Michael Aladdin, einmal Moin Moin Place, einmal Crit Games, oh, Crit Games PvP, Meruka HD und Zuzi beim JNR bin ich, nehme auf, ich will ja ein bisschen cool wirken, ne, ich bin ja immer so, ich nehme auf, so. Ja gut, letzte Dingens hier, ich bin eigentlich nur da, guck mal, Let's Fail, Lernick ist da. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Sonntagnachmittag. Wenn ihr noch jetzt gerade fängt gleich der Livestream an, in einer Viertelstunde, nochmal schnell irgendwie gerade einkaufen gehen am Sonntag, was sinnvoll ist. Ja. Dann könnt ihr mal gucken, dass bist du. It's Dingens da. Gerade. So. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich beim Livestream. Oh, warte mal. Bin schon bei der Abmoderation. So. Okay. Dann hauen Sie rein, liebe Leute. Machen Sie es gut. Und bald mal wieder eine andere Runde mit vielen Leuten. Also so ist es eben. Ihr könnt ja auch mal ganz gerne schreiben, ob ihr halt lieber... So, nach der Folge jetzt könnt ihr ja gerne mal sagen, ob ihr ganz gerne Folgen lieber abends hättet oder am Mittag hättet. Weil jetzt gerade seht ihr einfach, dass auch viel, viel los ist mit Fans und. Wirst du heute sein, Rinker? So. Mit Sarah. So. Ja, muss ja mal ein bisschen schreiben. Alles klar. Dann hauen Sie rein, machen Sie es gut. Und dann sehen wir uns Dienstag wieder. Und schreibt bitte in die Kommentare, ob lieber nachts oder lieber tagsüber. Also lieber Themen und ein Dom, der nicht so brainfucked ist wie gerade. Oder einer, der brainfucked ist und so blub, 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 blub. Ne? Der halt viel antwortet auf die Kommentare, weil ich antworte ja immer auf die Kommentare. Ich gehe nirgendwo rein, Geochicken, kannst du Chat lesen, du Doofkopf, Mann, du... Nein, kann er nicht. Also rein, bis Dienstag, bis dann, ciao. Alles klar, hätten wir das, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz, ganz kurz zur Tetsuo hier nach unten, die ist nämlich sofort hier, vielleicht finden wir noch irgendwie einen Eisenbahn oder, mal schauen. Alter, habe ich mich gerade erschrocken? Nein, oh fuck.